Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten heute mal in Montana und wir sehen schon hier ein Fohlen, das habe ich vorhin schon mal rausgeholt. Und zwar ist es mir gelungen, einen Stammesschützen Stufe 3 zu züchten, eine Stute. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir sie großziehen, auf Level 5 wenigstens erstmal. Dann wäre es natürlich gar nicht verkehrt, wenn wir noch einen Hengst finden, wobei ich da schon davon ausgehe, den Stammesschützen gibt es ja schon eine ganze Zeit jetzt zu züchten, dass die wahrscheinlich alle schon in den Oasen verschwunden sind. Aber kurz schauen können wir ja trotzdem mal, ob wir fündig werden, und sonst müssten wir uns auf jeden Fall noch ein weiteres neues Pferd anschauen, sagen wir es mal so. Ja. Ich glaube, die meisten Zuchten laufen momentan noch, also da werden wir jetzt nicht so viel machen können. Aber immerhin schauen wir mal wieder rein, was bis jetzt so passiert ist. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Ja, und sie möchte sich auch nicht zeigen. Schauen wir mal so. Ja, farblich ist sie auf jeden Fall echt schick. Mich irritiert mir immer dieses Gebacke von diesem Spuk hier am Kopf. Soll wahrscheinlich ein Ohrring darstellen, aber irgendwie... Naja. Okay. Dann würde ich sagen, wir haben eine Stute. Wir schauen mal schnell. Den hier, weiß ich jetzt gar nicht, trainieren wir noch, verkaufen wir. Gucken wir gleich mal, die habe ich, ihn oder sie habe ich auf jeden Fall während des Events bekommen. So, Stammesschütze als Hengst. Ja, sieht momentan nicht so gut aus, aber... war auch fast nicht anders zu erwarten. Sonst muss ich mal schauen, ob ich das immer mal wieder versuche. Oder wir schauen, dass wir vielleicht mit den Stufe 2ern nochmal einen Hengst züchten. Das können wir natürlich auch versuchen. Wäre jetzt aber blöd, wenn wir die Videos nicht mit ansehen können. Na gut, dann lassen wir es hier erstmal. Haben wir denn Stufe 2er, die wir verkaufen können? Knight zum Beispiel. Nee, muss noch trainieren. Machen wir gleich mal. Er ist auch erst Level 7. Ja, dann trainieren wir ihn noch weiter, würde ich sagen. Okay. Also theoretisch können dann hier erstmal alle trainieren geschickt werden, abgesehen von der Stufe 3. Stute würde ich sagen, sonst gucke ich nachher einfach noch mal ein bisschen weiter durch. Und sonst nach dem Training würde ich sagen, können wir sonst noch mal vielleicht beim nächsten Mal versuchen. Achso, das grüne Futter muss ich gleich noch mal abholen. Das muss ich auf jeden Fall noch mal neu mischen lassen. Denn für die Aufgabe heute brauchen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen grünes Futter. Also einmal müssen wir danach auf jeden Fall noch Futter abholen. Okay, Gras haben wir jetzt auch nicht mehr. Machen wir es mal so. Dann würde ich aber sagen, schauen wir erstmal weiter. Ich würde sagen, auf die Fantasieinsel, wenn wir schon mal hier auf der Kartenseite sind. So, und... hier habt ihr auch schon das ja, neue Pferd gesehen. Ich habe es wirklich geschafft, Goldschweif als Stute zu bekommen. Ich glaube, die ist aber gerade in der Zucht. Das hier müsste der Hengst sein. Mir ist es auch so zum Glück beim ersten Zuchtversuch gelungen, genau, einen Hengst zu züchten. Und ganz ehrlich, ich finde, der sieht schon echt gut aus.
Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 habe ich im Zuchtstall alles schon gesehen. Sie gefallen mir schon wahnsinnig, wahnsinnig gut, muss ich sagen. Ich finde den echt hübsch. Ich hoffe, dass der an der Dressur teilnehmen kann. Dann könnten wir ihn uns da eigentlich mal anschauen. Er hat wahnsinnig mächtige Flügel, aber... das ist okay. Achso, dann könnte ich nämlich die... wobei... nee, lasse ich nochmal. Vielleicht schicke ich die nochmal woanders hin. Hier, Stufe 1 muss auf jeden Fall trainieren. Die beiden Rock Boys. Das ist natürlich jetzt auch nochmal die Sache. Ich werde hier wahrscheinlich... achso, das sind... ne, ihn wollte ich erst einmal behalten. Sie... schwierige Sache. Naja, gut. Lassen wir es erstmal da stehen. Gucken wir mal hier. Mit Stallbursche nochmal 2400 Münzen verdient. Das machen wir jetzt nicht. Und hier erwartet uns dann beim nächsten Mal Goldschweif Stufe 2 als Hengst. Ich hoffe, dass dann die Stufe 3 Stute noch zum Züchten draußen steht. Wir können ja nochmal gucken. Heute ist der letzte Tag, an dem wir hier unten Goldschweif bekommen können. Heute ist auch der Komet dran. Komet haben wir ja auch schon. Und ja, es ist mir auch nur gelungen, Goldschweif zu bekommen, ohne verdammt viele Diamanten auszugeben, weil ich wirklich wahnsinnig Glück hatte also Samstag, genau. vom Zeitpunkt der Aufnahme gestern. Ich habe erst diese 500 Punkte hier abgeholt und habe mich schon riesig gefreut, dass das geklappt hat. Und dann auch diese 1000 Punkte nochmal. Und ja, damit hat das dann geklappt. Ich habe jetzt noch fast 500 über. Gut, ich habe heute auch wieder die Punkte natürlich gesammelt. Ich habe noch ein paar Mal Glück gehabt, diese 50er zu sammeln. Genau, hier die beiden. Und ich hoffe, dass die nicht zurückgesetzt werden. Dass wir die dann fürs nächste Pferd schon mit einsetzen können noch. Das wäre schön. Ja, hier heute, Komet, haben wir die Deko. Kann man natürlich versuchen. 1963 sind wir momentan vom Platz her, also da versuche ich jetzt auch, das kriege ich nicht hin. Der orientalische Phönix ist einfach utopisch, dass ich da mit rankomme. Momentan sind das hier so die besten 10 und es ist ja nur noch heute Zeit, also da wird dann bald der Phönix einziehen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt erst nochmal in die USA zurück, holen nochmal das grüne Futter, tauschen dann und hoffen darauf, dass wir 45 Diamanten bekommen. Achso, was? Ah, doof. Ich habe hier extra. Naja, gut. Fürs nächste Mal. So, ach, das rote Futter müsste ich dann auch nochmal. Ja, 45 Diamanten und 2500 Münzen. Das ist okay. Und hier fehlen uns jetzt die Äpfel. Ja, das war auch ein bisschen blöd. Ich habe nämlich aus Versehen auf Äpfelfüttern geklickt und da wurden dann gleich 10 Stück gefordert. Das war so ein bisschen blöd und man kommt dann ja nicht mehr raus, wenn man das Futter hat. Und ja, hier aus Versehen drauf kommt, ist das ein bisschen schwierig. Dann in Frankreich habe ich schon mal ein paar Finados, losgeschickt. Dafür haben wir hier auch noch den Widder. Achso, genau, den können wir verkaufen. Der ist Stufe 10. Theoretisch könnten wir noch weiter trainieren. Aber genau, der Widder, da hatte ich auch noch Glück, den zu bekommen. Der ist auch an sich echt schön. Aber ich würde nochmal schauen. Ich meine, dass ich aber auch von den Constellations 2 Pferden Stufe 1 immer wenigstens einmal behalten habe. Und deswegen würde ich ihn verkaufen. Gucken wir nochmal schnell. Ach nee, das ist 3. Das ist doof. Das bringt uns nichts. Hier. Genau, momentan haben wir hier 2 von. Und ja, brauchen wir ja nicht wirklich, ne?
An jemanden von euch kann ich es leider nicht verkaufen. Das ist ja ein bisschen schade. Weil ja, ich werde ja immer wieder gefragt, wie man Konstellationspferde bekommt. Und ja, momentan gibt es halt die Möglichkeit. Wer weiß, wie es dann beim nächsten Event aussieht. Aber es muss auch nicht bei jedem Event die Möglichkeit geben. Es gibt ja immer noch die besonderen Aufgaben. So, die beiden sind an sich auch soweit. Einen können wir auf jeden Fall schon mal verkaufen. Zucht. Genau, die Zucht läuft noch. Ja, ist ja eigentlich egal, welchen dann. Diamanten bringt er uns. Okay. Und dann können wir hier auch nochmal einen Zuchtstall gucken, denn hier erwartet uns ein Fiener das Stufe 3 Stütchen. Ja, ich habe leider schon die Verkürzung komplett eingesetzt, deswegen sehen wir sie erst beim nächsten Mal. Ich möchte jetzt ungern Diamanten dafür ausgeben, muss ich sagen. Wir wissen ja nicht, was demnächst noch kommt. Auf der Facebook-Seite wurde jetzt der Orca vorgestellt. Ich muss sagen, Orca ist echt hübsch. Und ein bisschen hoffe ich, dass wir hier dann die Möglichkeit bekommen, Orca vielleicht noch zu bekommen. Ja. Wäre ganz nett, wenn die Punkte nicht zurückgesetzt werden, haben wir jetzt zumindest einen ganz gutes, ganz guten Start, den wir hinlegen können. Achso, was sagt denn hier der Rockboy eigentlich? Also der ist zumindest verkaufsbereit, sagen wir es mal so. Dann auf nach Deutschland. So, ach genau, hier habe ich die Victoria-Pferde auf die Weide geschickt, aber die Weide noch nicht sauber gemacht. Die Armen. Okay, schon besser. Ja, hier dauert es auch noch ein bisschen. Victoria Stufe 2 erwartet uns hier, also hier ist leider schwierig. Achso, der Drache. Wollte ich den eigentlich auch mit trainieren? Schadet eigentlich nicht, ne? Das ist Stufe 2. Müssen wir wahrscheinlich sowieso irgendwann jetzt demnächst verkaufen. Auch wenn es echt schade ist, weil die Drachen mag ich auch total gerne. Tja. Und Mars Stufe 2 ist ja, glaube ich, auch nichts anderes. Die braucht zwar dann so 4 Trainingseinheiten oder wir füttern zwischendurch nochmal, aber das wird ja jetzt nicht das Problem sein. Wen haben wir denn hier noch drin? Hier haben wir sogar noch 2 Plätze frei. Also theoretisch könnte ich... Wobei, Victor trainiert jetzt... Trainiert oder ist in der Zucht? Kann auch sein, dass er in der Zucht ist. Naja. Und dann schauen wir erst nochmal schnell nach Großbritannien. Und dann gucken wir auf jeden Fall nochmal zur Dressur. Rockboys trainieren hier schon. Dann gibt es hier noch Stammesfedern. Da muss ich auch noch schauen, dass ich einige verkaufe. Andere muss ich aber noch irgendwie vernünftig unterbringen. Wen haben wir denn hier drin? Ach, immer noch Winnie. Genau, Winnie und Mars. Muss ich mich auch drum kümmern. Tja. Ist noch einiges zu tun hier und zu entscheiden. Und hier erwartet uns ein Rockboy Stufe 2. Wie sieht es denn mit eurem Training aus? Ich glaube, das war... Ja, aber könnte man ja eigentlich... Wobei Stufe 2... Ne, die bräuchten zu lange, aber Stufe 1 könnten wir nochmal mit auf die Weide schicken. Ja, heute ist auch der letzte Tag, an dem es hier die Venus gibt. Venus und Häuptling war es, glaube ich, ne? Genau, Häuptling Stufe 3. Da bin ich mal gespannt, wer als nächstes gewinnt. Wir können ja nochmal. Wir gehen ja eh nochmal zur Dressur. Dann müssten wir auch eigentlich unser Gletscherfeenpferd trainieren schicken können wieder. Die Zeit müsste um sein. Ja. Und ja, man sieht, es geht voran, aber recht langsam. Gut, aber immerhin. Und dann gucken.
So, wir hätten natürlich auch erstmal unter Ausbildung gucken können. Tja. Da hätte ich ihn wahrscheinlich eher gefunden. Achso, und die, achso, ich könnte ja sonst auch die Zucht der Standardeinhörner nach Montana erstmal verlegen, wenn wir da den Stammesschützen nicht. Aber andererseits habe ich jetzt auch für beide. Da muss ich ja später machen mit dem Tausch. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, dass wir da auf jeden Fall auch weitermachen können. Und der Stammesschütze, ja, momentan sieht es ja eher nicht danach aus, dass ich irgendeinen Zuchtpartner finde, also was heißt vernünftigen Stufe 3 Hengst. Dann muss ich erstmal gucken, dass ich die unterbringe. Wobei ich sagen muss, ich hatte ja ein paar Plätze, aber die sind halt auch immer so schnell wieder belegt bei den ganzen Pferden, die momentan kommen. Und ehrlich gesagt, würde ich mich natürlich schon auch über den Orca freuen, weil der sah schon wahnsinnig gut aus. Ja, Goldschweif kann an der Dressur teilnehmen, das ist schon mal super. Und die Trabtraversale und der versammelte Galopp. Ah, versammelter Galopp ist natürlich schade. Aber gut, wir gucken ihn uns an. Ich finde auch die Abzeichen auf dem Körper echt hübsch. Und die Farben. Doch, die Farbkombi gefällt mir auf jeden Fall auch wahnsinnig gut. Auf Stufe 2, das, was ich im Stall gesehen habe, war auch echt. Ja, gefällt mir. Und Stufe 3 ist auch hübsch auf jeden Fall. Also da muss ich wirklich sagen, ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da zu einer Stufe sage, nee, die möchte ich auf keinen Fall behalten. Hier das Einzige, was ich ein bisschen diese Franden, das ist ja kein Fesselbank, ist ja viel zu hoch dafür. Ne, es sind Federn, oder? Stellt es auch Federn dar? Goldschweif. Kann das sein, dass es aus irgendeiner Legende oder sowas kommt? Oder einem Märchen, Mythos? Können ja mal gucken, was er noch alles so lernen kann. Aber wenn, dann wäre ja für die Dressur sowieso Stufe 3 interessanter oder wenn nicht sogar erst Stufe 4, wenn es das irgendwann geben sollte. So, da ist er. Dann kann er den Mitteltrab lernen, den finde ich ja immer wahnsinnig schön. Deswegen bin ich immer froh, wenn die das schon können. Die Piaffen-Pirouette. Der fliegende Wechsel, der bringt ja ganz gut Punkte. Aber dann kann er auch nur die Passage lernen. Nur sozusagen. Punktemäßig gesehen ist das schade. Galopp, Pirouette wäre noch von den Punkten her ganz gut gewesen. Andererseits könnte man natürlich auch einfach so just for fun, wenn man weiß, welche Stufe 1 man behält. Ja, es kostet ja nur 150 Punkte, dem einfach mal Mitteltrab und fliegenden Wechsel beibringen oder Passage. Oh, das lernt das erste. Nee, das hier dauert 30 Minuten. Die Passage 5 Minuten nur. Okay. Fliegender Wechsel 1 Stunde und die Piaffen-Pirouette auch 30 Minuten. Okay, wusste ich gar nicht mehr, dass das. Der Unterschied ist ja wahnsinnig. Also von 5 Minuten zu 1 Stunde. Gut, die Kosten. Ja gut, kostet das Doppelte, aber zeitlich gesehen ist das schon. Na gut. Ich würde sagen, aber bevor wir hier Punkte ausgeben, lassen wir es erstmal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin da mal gespannt, welches Pferd dann als nächstes auf diesem Spielbrett erscheint. Und ja, ich hoffe so ein bisschen darauf, dass auch vielleicht das Winterpferd da bald auftauchen könnte.
Weil sonst von den Jahreszeiten haben wir ja Frühling, Sommer und Herbst. Winter fehlt noch, wäre irgendwie für die Vollständigkeit, fände ich schon ganz cool, wenn es da nochmal die Möglichkeit gäbe. Gut, aber wir müssen uns überraschen lassen. Also, bis dann. Tschüss.